Servus! Bitte schön 2 Meter Abstand machen. Servus! Und? Alles klar! Wir haben real aus! Ja, ja. Oh. Eine schnell! Gerade einstellen für den Sommer. Wow! Wird jetzt Zündung, Ventile, ja. Da geht's los für die Saison. Lifestyle, wie mir auch noch gefallen. Bei euch, wie geht's in der Rokker Company? So, es läuft, es läuft. Wollt mal schauen, wie es dir so geht. Ja, wie es bei dir aussieht. Schöne Mopeds hast du ja, wie gesagt. Schauen wir mal im Laden, wie es da so läuft, oder? Genau, wir haben schon einiges verkauft natürlich über den Winter. Cool, den Online-Shop. Und ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal rein. Gut. Ja. Sehr geil. Genau. Ja. Für euch Zuschauer zu sagen, wie gesagt, wir haben ja hier den Shop, den Bob-Shop, natürlich auch ausgerüstet mit der Rokker-Kollektion. Wir haben nicht alles hier, sind jetzt aber in Zusammenarbeit am Überlegen, dass wir den Online-Shop von Rokker mitbenutzen können, dass wir eigentlich, dass ihr alles bei uns auch bestellen könnt, was Rokker im Angebot hat. Ihr könnt auch so natürlich, was wir hier haben, ordentlich bei uns bestellen, wenn ihr in den Shop kommt. Hier ist gerade Kai heute zu Besuch. Der ist einer der beiden Chefs von Rokker Company. Rokker Company, Motorradbekleidung und auch Casual, sehr viele coole Sachen im Vintage-Style. Kai ist einer der Gründer und Besitzer. Am besten, Kai, sag's gerade selber mal, wie was wo. Ja, servus. Eben, wie er eigentlich schon gesagt hat, bin der Kai. Vor 13 Jahren mit Michael zusammen die Rokker Company gegründet. Aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Motorrad, Jeans, hat sich dann natürlich weiterentwickelt, eben Hemden, Schuhe, Jacken, Cappies, also im Prinzip im Moment Vollsortiment außer Helme und Brillen haben wir eigentlich alles im Sortiment. Und Reini, guter Freund zu vielen Jahren, kann schon mal sagen, unser persönlicher Mechaniker und natürlich auch ein sehr geschätzter Rocker-Dealer, Rocker-Händler. Genau. Ich selbst trage natürlich seit Anfang an nur mehr oder weniger Rockerkleider, also von Dörfbekleidung, wenn ich auf dem Bike sitze, aber auch in der Garage. Wie ihr gerade seht, ich war jetzt im Schrauben, ich bin meistens mit Rocker bekleidet, sie kleiden mich immer gut ein. Ich stehe natürlich total hinter dieser Geschichte, weil es ist mein Style, es ist Vintage, es ist sehr nachhaltig. Also das Hemd habe ich jetzt, wann ist das rausgekommen? Ein Jahr. Vor einem Jahr, okay, das ist jetzt auch schon ein Jahr alt, ich trage das Zeug sehr gerne. Kai und ich gehen heute noch Motorrad fahren, darum habe ich auch schon den Chino an. Ich weiß nicht, willst du was über den Chino noch sagen? Ja, Chino natürlich ein von uns ja, vor wenigen Jahren entwickeltes Produkt. Lässiger, moderner Schnitt, kann man gepflegt tragen mit dem Hemd zusammen mit dem Blazer, kann es aber eben auch runtergerockt tragen oder eben so ein Casual Vintage Style, wie es Reini trägt. So Chino gibt es dazu zu sagen, ist eine super funktionelle Hose. Dann eben, dass sie natürlich zum einen extrem abriebfest ist, das heißt, wenn es einem mal hinlegen würde, wäre geschützt, ist sie auch sehr stark wasserabweisend und gerade jetzt heute, wenn es richtig warm wird, wichtig zu erwähnen, Cold Black Beschichtung, das heißt, die Hose heizt sich nicht auf, die UV-Strahlen werden reflektiert, das heißt, du fährst eigentlich in einer weißen Hose mit dem Gefühl von einer weißen Hose, das heißt, du fühlst dich, wenn du eine weiße Hose trägst, heizt sich nicht auf und wenn es jetzt heute wird es nicht, aber wenn es jetzt regnen kommen würde, wärst du mit der perfekt bedient. Also ich muss auch sagen, ich trage sie sehr gerne. Ich habe natürlich noch mehrere Produkte von Ihnen zum Fahren, also die neuesten Modelle habe ich auch, aber ich habe Kai vorhin schon gesagt, ich fahre ein bisschen Chino, das passt halt mehr zu mir. Ja, das ist immer, das ist so, jeder hat seinen eigenen Style, oder? Ich persönlich bin kein Fan von schwarzen Hosen zum Beispiel, oder ich trage eigentlich immer Blue Jeans und zwar 365 Tage im Jahr. Ich trage jetzt heute die Rokker Tag, einlagig, gerade bei warmen Temperaturen perfekt zu tragen. Vom Tage kommt vorher eigentlich wie eine ganz normale Alltagsjeans, merkt keinen Unterschied, außer dass sie an den Knien noch Protektorentaschen hat, wo man Protektoren reinmachen könnte. Super, und sieht auch sehr stylisch aus, muss man sagen. Hab sie auch gerne an, aber wie gesagt, heute die Jeans. Dann sehe ich, du hast auch die Weste an, du hast die Rockerjacke an, die schwarze. Ja, Black Jacket ist eigentlich die Jacke zu der Hose, die du jetzt trägst. Habe ich natürlich auch im Sortiment. Hast du auch im Sortiment, da genau drin. Oder ist genau dasselbe Material, das Material entwickelt von der Firma Schöller, eigentlich gerade hier Steinhof entfernt, genau. Wird das Gewebe auch heute noch produziert. Und eben, wie gesagt, Schöller steht für Funktionalität, für Innovativität, Innovationskraft. Und so ist eben die Hose wie auch die Jacke aus demselben Material. Ich trage sie extrem gerne, sieht man bei mir auch an. Meine Jacke ist mittlerweile bereits ein paar Jahre alt, hat schon, ich würde sagen, ein paar 10.000 Kilometer auf den Schultern und deshalb halt auch mittlerweile ein bisschen Patina. Ich mag das, wenn es Patina kriegt. Du auch, oder? Absolut. Wie unsere Bikes, so auch unsere Kleider, so auch wir. Wir haben auch ein bisschen Patina, oder? Natürlich. Zu den Protektoren vielleicht. Ja, ganz klar, oder? Ich meine, mittlerweile muss Motorradbekleidung CE zertifiziert sein. Wir haben da vor 10 Jahren schon damit angefangen. Deshalb mittlerweile natürlich auch in allen Produkten Protektoren mitgeliefert. Die Jacke kommt mit Schultern, Ellbogen, Rückenprotektor von D3O, extrem weich, extrem komfortabel. Du hast Protektoren, merkst sie aber kaum, wenn du sie trägst. Könntest du in deiner Hose an Knie und Hüfte reinmachen, ich könnte sie bei mir Knie und Hüfte reinmachen, aber ja, wir sind dann noch ein bisschen oldschool und fahren meistens halt ohne. Ja, was du jetzt gerade hervorbringst, ist eigentlich das Pendant zu meiner Hose, ist Rockertech, ist eine Rockertech Jeansjacke, ein bisschen verspielter, auf Motorradfahrer zugeschnittenen Style, hinten ein bisschen länger, vorne ein bisschen kürzer, jetzt da mit schwarzem abgewaschenem Denim. Die Jacke kriegst du nicht tot, also die ist wirklich, mit der kannst du dich mit 130, 140 hinlegen, das Teil hält. Aber dementsprechend, weil es eben beim Sturz schon so hält, kriegst du die auch in 4, 5, 10 Jahren nicht rundgetragen. Also du wirst auch bei der keine normalen Löcher sehen, wie bei einer Jeansjacke nach einigen Jahren. Ich glaube, du musst immer wieder erwähnen, ich kenne einige, auch meine Kunden sagen immer im Sturz, die Knochen werden sie nicht aufhören zu brechen. So ist es nicht, aber natürlich keine Schürfwunden, Verbrennungen und solche Geschichten. Du hast keine Schürfwunden, du hast keine Verbrennungen und was fast das Wichtigste ist, du hast keine Wunden, in die Dreck reinkommen kann im Sturz. Und das ist eben das Schlimmste, wenn du in Baumwolle fährst. Baumwolle wäre vom Sturz her nicht schlecht. Nur wenn sie dann aufgeht, dann geht's los, oder? Dann hast du die ganze Wunde voll den Baumwollfasern und das ist eigentlich das, was wir mit unseren Rockerklamotten verhindern möchten und glaube ich auch wirklich erfolgreich tun. Nein, bin ich extrem Fan von dem. Das ist jetzt im Moment mein, ich sag mal, Jacke-Hemd, sage ich dem gerne. Ich fahre im Moment nur noch mit der. Ich liebe sie, die hat einen geilen Schnitt, die steht extrem für unsere Oldschool-Geschichten. Verschiedene Farben, wir haben hier die Rocker-Tech-Jacket, wirklich klassischer Schnitt, wie du schon gesagt hast, auch nicht so eng geschnitten, nicht so tailliert, eher ein bisschen grad geschnitten. Gibt es in 3 verschiedenen Farben, in braun, grün und schwarz. Ist auch vom Abriebwert her enorm, also sowas ist mit dem Gewebe bisher praktisch unerreicht und ist eigentlich dasselbe Material wie die Hose, die ich trage, einfach mit einer Beschichtung drauf, die ihr dann den speziellen Look gibt. Und ja, schade ist, hast du deine alte nicht da, weil auch die Jacke kriegt mit der Zeit, ist Denim und deshalb kriegt sie mit der Zeit wirklich auch eine richtig geile Patina. Die muss man runtertragen, die muss man ein bisschen eintragen, dass sie hier so ein bisschen Wrinkles kriegt und so weiter. Also die wird richtig schön, also wird immer nur noch schöner mit der Zeit. Auch überall Protektoren. Also ich finde die einfach vom Style her sehr cool. Genau, auch die Jacke natürlich CE zertifiziert, Schulter, Ellbogen, Rückenprotektor, eben und wie man sieht, oder halt auch ein bisschen luftig geschnitten, man kann locker nochmal einen Pullover, einen Hoodie drunter tragen und hat immer noch Platz, aber halt eben geiles Style, sieht aus wie eine Casual-Jacke und ist aber mit den nötigen Funktionen fürs Motorradfahren absolut starkes Ding. Okay, dann haben wir natürlich auch die Hosen hier, zum Beispiel, vielleicht gebe ich dir die. Ja, Hosen, das ist eigentlich genau das, was du jetzt hier hast. Das ist eigentlich die Rockertech Straight, die wir hier haben, einlagige Motorradhose. Man sieht der wirklich von außen nicht anders, als eine Motorradhose ist. Und das Schöne ist, mit dem einlagigen Gewebe, man merkt es auch nicht mehr, wenn man drin steckt. Wieso? Was du hier zeigst, ist die schwarze Version in Skinny Fit, die ist wirklich sehr schmal geschnitten für die modernen Leute, oder die es gerne sehr eng haben, modernen Style, auch extrem stylische Hose mit demselben Abrieb, Werten eben auch 100 km/h hinlegen, kein Thema, das Teil hält. Und durch die Konstruktion, wo innen die Schutzfaser ist, dann außen mit Baumwolle ummantelt, hast du hier wirklich eine Hose, sieht aus wie eine normale Jeans, trägt sich auf der Haut wie eine ganz normale Jeans, weil was du siehst ist Baumwolle, was du spürst auf der Haut ist Baumwolle und die Funktion kommt eigentlich wirklich erst im Sturzfall zum Tragen, nämlich die eingewobene spezielle Faser, die dann das Ganze extrem abriebfest macht. Du hast jetzt gerade dabei viel moderne, also du möchtest sagen, ich bin nicht, oder? Ja, wie soll ich sagen, du bist so modern mit deinen Bikes, oder? Genau, da bin ich auch stolz drauf. Genau. Nicht zu vergessen, Rokker macht natürlich nicht nur für Männer, sondern wir haben natürlich eine ganz coole Frauenkollektion. Ja, ja, hier gerade, was wir hier sehen, ist die Diva. Die war eines unserer bestverkauften Damenmodelle, zweilagig, das heißt außen hochwertigen Jeansstoff, innen Schutzgewebe, wieder von der Firma Schöller, gerade hier über die Grenze produziert. Und das Spezielle hier und gerade halt für Damen extrem angenehm, die ist winddicht, das heißt sie schützt auch vor Kälte, einiges besser wie die einlagigen Rocker-Tag Jeans und macht aber trotzdem, oder beziehungsweise betont die Figur der Frau trotzdem sehr schön. Das heißt, sitzt extrem cool, Frauen tragen die sehr gerne, eben nicht nur weil sie schützt, weil sie vor der Kälte schützt, sondern weil sie eben auch, sagen wir mal, die Figuren der Frauen extrem unterstützt und halt auch richtig cool aussieht. Was wir natürlich gerne sehen. Schön, cool. Natürlich auch ganz coole Jacken für die Frauen. Die Jacken hat er eigentlich schon mehr oder weniger erklärt, die sind einfach für die Frauen. Genau, das ist eigentlich die Jacke, die du vorhin gezeigt hast, in der Damenversion, tailliert geschnitten, ein bisschen Figur betont. Kannst gerne mal eine anprobieren, sieht bei dir sicher blendend aus. Denke ich auch. Ja, und dann eben, was wir noch nicht wirklich angetönt haben, sind die ganzen Schuhe. Genau. Schuhe machen wir mittlerweile auch seit einigen Jahren. Die Schuhe, bei den Schuhen ist speziell zu erwähnen, haben wir eine kleine familiengeführte Manufaktur in Portugal, die uns die Schuhe wirklich noch nach der alten Machart, Goodyear Welt, rahmengenäht macht. Das heißt, man hat hier einen Schuh, der ist eigentlich für die Ewigkeit gebaut. Braucht ein paar Tage, bis man ihn schön eingelaufen hat, aber eben wenn er dann mal eingelaufen ist, so wie meiner, dann will man ihn eigentlich kaum mehr abziehen und es ist wirklich das Schöne, man hat hier einen Schuh, der über die Jahre schöner wird, der eben nicht kaputt geht. Oder rahmengenäht, hochqualitativ, extrem robustes Leder, vielleicht auch noch dazu zu sagen, Vibram-Sohle, Verstärkung, Zehe, Ferse, so dass man ihn eben auch im Alltag normal tragen kann, also man kann ihn als ganz normalen Boot tragen, aber er bringt eben auf dem Motorrad den Schutz durch Abrieb, aber eben auch die Stabilität, die Steifigkeit, die man braucht, falls man mal stürzen würde. Reini hat da gerade die schöne Damenversion in der Hand gehabt, gibt es natürlich auch für Damen, auch in mehreren Farben, das ist ein ganz ein schönes Braun, wo die Frauen, ja, in der Regel sehr gut drin aussehen. Genau, was wir immer gerne sehen, wie gesagt. Ja. Darf ich den Ding auch wieder zurückgeben? Natürlich. Dann, wie ihr hier seht, ich nehme jetzt nicht immer alles raus. Sie haben ganz coole, stylische Mützen. Also ich trage eigentlich nur noch die von Ihnen, wie die meisten wissen, trage ich eigentlich seit 25 Jahren Mützen. Sie haben beide Winterkappen, dann haben wir natürlich ganz cool im Casual-Bereich die Hemden, ich weiß nicht, möchtest du was zu so einem Hemd noch sagen? Ja, Casual-Hemden war für uns eine logische Weiterentwicklung, um einfach das Sortiment zu vergrößern. Wir tragen selbst sehr oft Hemden, oder? Reini hat vorher ein Hemd angehabt, ich trage hier drunter ein Hemd. Das hier ist ein schönes Baumwollhemd, Stoff in Portugal gefertigt, Hemd in Portugal gefertigt, cooler Schnitt, cooler Stoff. Ja, gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen, natürlich auch für die Damen. Hier ein schönes Karo, mal ein bisschen andere Farbkombination, sieht wirklich mit schwarzen oder mit blonden oder mit braunen Haaren extrem cool aus. Also zu jeder Frau eigentlich? Eigentlich passt es zu jeder Frau, die einen lässigen Style tragen will. Ihr könnt gerne hier reinkommen, wir haben ja die Janine und die berät euch auch gerne, ansonsten kann auch ich beraten, also... Und sonst komme ich vorbei. Oder Kai kommt selbst vorbei, natürlich. Aber wie gesagt, Frauen sind bei uns gut aufgehoben, wir haben das Auge für das Richtige. Vielleicht noch, Sie haben eine extrem große Auswahl an ganz coolen Shirts. Gut, ja, T-Shirt, da haben wir natürlich mittlerweile eine relativ große Kollektion mit verschiedenen Designs. Ja, halt mal mit Stahl, mal mit Motor, mal ganz dezent, mal ein bisschen gröber. Da hat es, glaube ich, wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Auch hier gilt wieder zu erwähnen, T-Shirts, Stoff in Portugal gefertigt, T-Shirt in Portugal gefertigt. Ist uns sehr wichtig, dass wir einfach eine saubere Produktion haben, dass wir wollen keine Billigwaren verkaufen, wir wollen Waren verkaufen, die halt eben auch dauerhaft schön sind, die ein paar Jahre Freude machen und nicht nur ein paar Wochen. Ja, und da die Rocker, das Rock Garage T-Shirt, das sind anders. Einer meiner Favoriten, bisschen dickeren Stoff, extrem cool. Haben auch wieder ein bisschen die alten Zeiten versucht einzubringen, wo eben die T-Shirts noch 250 Gramm und so hatten. Das ist wirklich ein richtig geiles Teil, das kaum tot zu kriegen ist. Also ich bin immer wieder sehr begeistert. Ich trage das ja schon seit sie gestartet haben, 08. Und Rocker teilt mich immer gut ein, muss ich sagen. Ihr seht uns auch immer wieder zusammen auf Events. Wir sind ja viel zusammen unterwegs. Wir haben zusammen gegründet, also das heißt, sie haben separat gegründet, auch im gleichen Jahr. Darum sind wir auch sehr viel unterwegs miteinander, auf verschiedenen Welten, ganz Europa. Ich trage ihre Sachen sehr gerne, fahre das Zeug sehr gerne. Bis jetzt habe ich es noch nie gebraucht, ich bin nie gestürzt. Zum Glück. Ja, ja, geht mir auch so, ja. Ich denke, das war mal ein kleiner Einblick für euch, dass ihr mal seht, was Rokker so anbietet. Die meisten kennen sie sowieso, aber wir haben einfach auch alles hier. Nicht alles hier, aber wir können euch alles in unseren Laden besorgen. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Zusammenarbeit, dass wir in der nächsten Zeit vielleicht auch Online-Shop verbinden, dass ihr über uns schon Dinge bestellen könnt. Wenn irgendwas ist, irgendwas sein sollte, Beratung oder was, Kai und Michael sind da extrem cool drauf, also die sind jetzt da nicht irgendwie, sie sind irgendwelche Stars, sondern die sind Leute, also personennah. Die kommen auf uns zu, die quatschen mit euch, wenn wir auf Events sind oder so, kommt her, quatscht mit uns, trinkt ein Bier. Für das sind sie auch sehr bekannt, für Bier und vor allem Appenzeller. Ich glaube, da werden jetzt einige schmunzeln, das wissen sehr viele. Ja, also wie gesagt, besucht uns einfach auf den Events. Im Moment ist leider so, dass alles abgesagt ist. Wir hätten eigentlich dieses Jahr einiges vorgehabt, miteinander zusammen riden. Sowieso, das sind wir, seit 10 Jahren fahren wir zusammen Bikes. Aber dieses Jahr hätten wir noch ein paar Specials drin gehabt. Aber wie gesagt, vielleicht, wenn ihr Glück habt, werdet ihr noch irgendwas erleben dieses Jahr, wo Rokker so im Hintergrund momentan am Organisieren ist. Wenn es dann klappt, sind wir natürlich wieder live dabei und wir hoffen, dann seid ihr auch dabei. Kai, was hast du noch für unsere Zuschauer? So, eigentlich nicht mehr viel. Wie gesagt, schaut rein bei Reini, schaut seine Rocker-Auswahl an. Er hat wirklich richtig schöne Teile da. Und du, Reini, ich glaube, das schöne Wetter ruft. Sitzen wir auf unserer Döcke und lassen uns eine kleine Tour machen. Machen wir, im Abstand von 2 Metern. Mindestens, maximal. Okay, damit wollen wir uns eigentlich schon wieder verabschieden. Beim nächsten Video seht ihr dann den Partner, den Michael. Er kommt hoch, wir sind ja aktuell ein Bike am Bauen wieder für die Jungs. Das neue Werbebike, wo dann auch so ein privates Bike wird. Und da kommt Michael, dann quatschen wir über das Bike, dann seht ihr auch ihn noch. Schaltet wieder rein, wenn es heißt Bauer ist live oder online. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis bald!